Hallo, ich habe heute einen Quick-Tipp für euch, wie ihr alle Videos angezeigt bekommt und nicht diese Probleme habt, die man hat, wenn man Videos über die Startseite guckt. Darum hat neulich ein Video dazu gemacht, wie ihr euch alle Videos auf der Startseite anzeigen lassen könnt. Das werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Ich gucke aber die Videos nicht mehr über die Startseite, weil ich die Startseite sehr unübersichtlich finde. Und ja, ich habe da überhaupt keinen Überblick drüber und die Videos verschwinden auch nicht, nachdem man sie angeguckt hat, sondern sie werden dann immer noch angezeigt. Und ältere Videos, die man noch nicht geguckt hat, die rutschen dadurch immer weiter nach unten. Da muss man die Seite neu laden und es ist einfach total kompliziert und umständlich. Und es ist auch sehr, sehr, sehr ärgerlich, sowohl für euch und für mich. Also es ist ärgerlich für die Leute, die, ich muss jetzt hier mal meinen Arm abstützen, weil die Kamera ist einfach zu schwer. Und da muss ich euch noch sagen, dass ich heute überhaupt nicht irgendwie in der Lage bin, ein Video zu drehen und dass ich schon ganz, ganz viele Versuche gemacht habe und es die ganze Zeit nicht geklappt hat. Aber ich lasse das jetzt einfach so, auch wenn es wieder total chaotisch ist und durcheinander und ich tausendmal vom eigentlichen Thema abweiche. Aber ja, ich glaube, wenn ich das jetzt noch ein paar Mal versuche, dann geht heute gar nichts mehr. Schnuffel, was machst du denn? Schnuffel, mein Hase. Okay. Also, nochmal. Sammeln und zurück zum Thema. Ich gucke die Videos nicht über die Startseite, weil ich es sehr unübersichtlich finde und Videos nach unten rutschen, die man noch nicht. Nee, das habe ich ja schon gesagt. Nein, was ich sagen wollte ist. Es tut mir leid, heute ist echt der Wurm drin. Was ich sagen wollte ist. Genau, es ist für beide ärgerlich. Und sowohl für die Leute, die die Videos gucken, wenn ihnen die Videos von den Leuten, die sie abonniert haben, nicht angezeigt werden und sie die Videos deshalb nicht gucken können. Und für mich auch, als diejenige, die Videos macht, wenn ich ein Video mache und dann sieht es keiner, weil es nicht angezeigt wird. Und ja, das ist dann einfach ärgerlich und irgendwie auch frustrierend mit der Zeit. Und wieso es für mich zweimal ärgerlich wäre, wenn ich die Videos verpassen würde. Einmal, weil ich ja Videos hochlade und einmal, weil ich auch selber Videos gucke und die natürlich auch nicht verpassen möchte. So, das wollte ich eigentlich sagen. Aber da ich ja jetzt. Schnuffi, was machst denn du? Lilly? Entschuldigung. Aber da ich ja jetzt diese neue Methode habe und. Das habe ich eigentlich schon seit es dieses neue Design von YouTube gibt, gucke ich die Videos auf diese Art und Weise, weil am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, was ist das denn? Ich habe ja überhaupt keinen Überblick und wenn ich ein Video gesehen habe, ist es immer noch da. Und ältere Videos verschwinden da nach unten, es ist einfach unübersichtlich. Aber ich habe eine ganz tolle Methode gefunden und die zeige ich euch jetzt. Lilly! Soll ich mal kurz zeigen? Das hier ist Lilly und das hier ist Schnuffel. Alle, die meinen Daily Vlog und Follow Me Around Kanal Lady Live TV gucken, die kennen die beiden schon. So, es tut mir leid. Und ihr seht, heute geht es einfach nicht, ein Video zu drehen, aber ich lasse das jetzt. Ich zeige euch jetzt meine Methode. Und zwar geht ihr ganz normal auf eure YouTube-Seite. Dann habt ihr hier oben euren Namen und daneben euren Avatar. Und es tut mir leid, falls das jetzt wackeln sollte, aber die Kamera ist schwer in meiner Hand. So, und dann habt ihr hier so einen Pfeil. Wenn ihr hier draufklickt, dann habt ihr verschiedene Rubriken. Mein Kanal, Videomanager, Abos, Posteingang, Einstellungen, Konto wechseln und Abmeldungen. Abmelden. So, was uns jetzt interessiert, ist Abos. Wenn ihr hier draufklickt, dann seht ihr auf der linken Seite alphabetisch von oben nach unten geordnet die ganzen Leute, die ihr abonniert habt. Und hier in der Mitte des Bildschirms seht ihr neue Videos und hier sind alle Videos von all euren Abonnierten. Das geht ungefähr bis 4, 5 Tage zurück. Und das Tolle ist, dass hier wirklich alle Videos angezeigt werden. Es ist sehr übersichtlich und wenn ihr ein Video angeschaut habt, dann ist es weg. Das heißt, das ist einfach das Zeichen, dass ihr es angeschaut habt. Also ihr könnt dann hier ein Video anklicken. Ich drehe das mal kurz um. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit den Urheberrechten ist, aber ihr habt gesehen, ich habe auf ein Video geklickt und nachdem ihr das Video dann angeklickt habt, wird es euch nicht mehr in der Abo-Box angezeigt und das finde ich so viel besser und so viel übersichtlicher, die Videos zu gucken. Und das würde ich euch eben auch als Tipp geben, weil die Startseite ist so unübersichtlich. Entweder ihr seht alles, aber dann seht ihr wirklich alles. Dann seht ihr die neuen Videos, die hochgeladen wurden. Ihr seht, wenn irgendjemand irgendwas kommentiert hat, favorisiert hat, irgendwas zu einer Playlist hinzugefügt hat. Also ihr seht einfach alles. Und das ist einfach unübersichtlich, weil dadurch die Videos einfach verschwinden. Aber so habt ihr wirklich nur die Videos. Ihr seht, das Video ist jetzt auch weg. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Aber ja, das ist mein Tipp für euch.
Ich hoffe, ich konnte euch dadurch weiterhelfen. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht und ihr tut euch jetzt leichter, Videos zu gucken und vor allen Dingen, dass euch keine Videos mehr verloren gehen. Ich habe noch einen Tipp für euch und zwar. Dass sie das genau jetzt machen müssen. Sorry. Ich habe noch einen Tipp für euch und zwar könnt ihr euch bei YouTube einmal in der Woche eine E-Mail schicken lassen mit allen Leuten, die ihr abonniert habt und den neuen Videos, die hochgeladen wurden. Das könnt ihr machen unter, ich glaube, Einstellungen. Genau. Ihr gebt wieder hier oben auf euren Namen, dann auf Einstellungen und dann habt ihr hier E-Mails und da könnt ihr dann einstellen, bei was ihr benachrichtigt werden wollt. Das muss ich selber mal gucken. Ah, hier. Abo-Benachrichtigung. Ich möchte E-Mail-Benachrichtigungen zu den neuesten Videos meiner Abos erhalten. Einmal am Tag, einmal in der Woche oder nie. Und wenn ihr da einmal in der Woche macht, könnt ihr auch einmal am Tag machen, wenn ihr einmal am Tag darüber informiert werden wollt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel einmal in der Woche macht, dann bekommt ihr einmal in der Woche eine E-Mail. Und das sind dann all eure Leute aufgelistet, die ihr abonniert habt und die in dieser Woche ein neues Video hochgeladen haben. Und auch wenn sie mehrere Videos hochgeladen haben, das könnt ihr da alles sehen. Und ja, das ist eine gute Möglichkeit, nichts zu verpassen. Aber wie gesagt, wenn ihr es euch einfacher machen wollt, dann guckt ihr Videos über Abos. Das ist dann so wie eine Abo-Box, so wie wir die Abo-Box von früher kennen. Ich weiß nicht, wer von euch die noch kennt, aber es sind bestimmt einige darunter. Und ja, dann müsst ihr die nicht mehr über die Startseite gucken, weil das ist wirklich sehr unübersichtlich und da kann schon viel unterrutschen, selbst wenn das Video angezeigt wird. Aber ihr jetzt vielleicht einen Tag keine Zeit habt, Videos zu gucken, dann ist da so viel Neues nachgekommen, was irgendjemand mal gepostet, hochgeladen, favorisiert oder was auch immer hat, dass es einfach total unübersichtlich ist. So, okay, ich beende jetzt dieses total chaotische Video. Ich hoffe, ihr verzeiht mir die Ablenkungen und alles, aber ja, ich muss das jetzt heute hochladen, sonst, beziehungsweise, was heißt, ich muss das heute hochladen, aber ich muss. Jetzt, ich nehme jetzt diese Version, weil wenn ich die nicht nehme, dann mache ich das Video noch 20.000 Mal und da kann dann nichts Gutes bei rauskommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video. Tschüss!